Präsentiert von empinio24.de, Ihrem Online-Möbelhändler aus Detmold. Ein Tor, knapp verloren. Es hätte eigentlich auch ein Sieg und Unentschieden heißen können, oder? Ja, natürlich haben wir das gehofft, aber wir sind natürlich auch den größten Teil des Spiels im Rückstand hinterhergelaufen. Ne? Und jedes Mal, wenn wir so langsam wieder reinkommen, dann machen wir Zeitstrafen und sind dann wieder in Unterzahl und dann wird es halt immer wieder schwerer ranzukommen. Aber selbst bis zum Schluss hatten wir eigentlich noch gehofft, da wirklich noch aufs Unentschieden zu kommen. Leider hat es nicht gereicht. Ihr habt durchweg gut gekämpft, da kann man euch keinen Vorwurf machen. Ja, gut, dafür können wir uns leider auch nichts kaufen. Wir haben toll gekämpft, aber auf der Habenseite der Punkte steht halt eine Null jetzt. Ne? Das ist bitter. Mittwoch geht's weiter. Ja, definitiv. Ja, wir müssen jetzt das Positive aus so einem Spiel rausholen. Weil, denk mal, wir lagen zwischenzeitlich 5 Tore hinten und schaffen es doch dann, sag ich mal, mit guter Abwehrarbeit, mit einem guten Torhüter da hinten dann wieder aufzuholen, indem wir dann ein paar einfache Tore machen im Gegenstoß. Und das müssen wir mitnehmen. Es wird gelingen, ich danke dir. Vielen Dank. Tim, Derbys haben einen Charakter, heute war es aber echt besonders bitter, oder? Ja, besonders bitter, weil wir wirklich lange die Chance hatten, das Spiel an uns zu reißen. Und ich denke, wir hätten heute einen Sieg holen müssen. Aber unabhängig vom Derby oder nicht, war das jetzt eine schmerzliche Niederlage. Für dich war es im Spiel einmal auch sehr schmerzhaft. Ja, nicht nur einmal. Ich denke, es war heute ein hartes Spiel. Trotzdem nicht so hart, wie es vielleicht durch viele Zeitstrafen und Unterbrechungen aussah. Ich denke, vielleicht hätte uns auch so ein bisschen mehr freies Spiel gut getan, weil wir oft in Unterbrechungen dann in Fouls reingelaufen sind. Und wir hätten auch von uns aus dann einfach mehr in manchen Phasen noch den Ball laufen müssen. Aber ich denke, wir haben zum Teil sehr gut gespielt, sonst hätten wir das Spiel nicht nochmal gedreht und darauf müssen wir aufbauen. Das heißt, deine persönlichen Blessuren halten sich in Grenzen? Ist alles okay. Alles okay. Schauen wir nach vorne. Sicher, das geht nach jedem Spiel weiter. Danke dir. Jacke, herzlichen Glückwunsch. War ein spannendes Derby. Ja, danke schön. Also richtig spannend, richtig gut, richtig viel Spaß gemacht. Auch am Ende mit einem Tor zu gewinnen. Alles schön. Also bis zuletzt wäre ein Unentschieden, aber auch vielleicht ein Sieg für den TBV drin gewesen. Aber am Ende war es dann euer Sieg. Ich fand, wir haben in erster Halbzeit eigentlich besser gespielt als die. In der zweiten Halbzeit ein paar Fehler so viel und freie Bälle verschossen. Aber letztendlich unentschieden wäre vielleicht gerecht, wenn man guckt. Aber wir nehmen gerne 2 Punkte mit. Habe ich richtig beobachtet, wenn es dir trotzdem Spaß gemacht hat im Spiel heute? Ja, toll. Also wir sind zurück in der ersten Bundesliga und das ist einfach eine richtig tolle Atmosphäre hier in Lemgo. Ich denke, es war fast ausverkauft und es war echt tolle Stimmung und hat richtig Spaß gemacht. Wie geht's für euch jetzt in den nächsten Spielen weiter? Ich glaube, Göppingen zu Hause, da können wir alles reinlegen. Da sind wir große Underdog, da können wir einfach nur gewinnen. Alles Gute weiterhin.